Ja, liebe Leute von Crab TV, hier ist ganz exklusiv aus Uruguay. Kleine Impressionen, wie es so weitergeht mit der neuen Weltordnung. Das ist nämlich so, dass man kann jetzt hier in Uruguay kann man nicht mehr von A nach B kommen, ohne dass man einen Chip im Auto hat. Ich zeige euch das. Da ist der Chip. Und das funktioniert so. Ich fahre jetzt hier ans Peache. Da hat es ein rotes Lämpchen. Und jetzt sieht man meine Autonummer und wie viel Pässe ich noch drauf habe. Das ist so, also ich habe das absolut freiwillig gemacht, habe ich mein Auto verchippt. Das ist nämlich freiwillig, das musst du nicht machen, das darfst du einfach machen. Wenn du es nicht machst, kommst du einfach nicht mehr von A nach B. Das heisst, ich hätte jetzt müssen, ja, etwa 4 Stunden Umweg und also gut doppelt so viel Benzin brauchen, wenn ich wollte, ja, jetzt von Montevideo nach Colonia fahren. Und das ist noch praktisch, also sagen wir so, für einen Staat zumindest, weil mit dem Chip können sie eigentlich dann immer an so einem Kontrollpunkt lesen, ob ich da durchgefahren bin. Dann können sie auch mir einen Bus geben, können das direkt abbuchen vom Konto. Und ja, einfach für die, die wissen wollen, wie das in der neuen Weltordnung dann so aussieht. Das heisst, wenn du jetzt irgendwie von Basel nach Bern willst, dann musst du die digitalisieren. Wenn du jetzt immer irgendwie am Samstag auf dem Flohmi fahrst mit deinem Auto, hast du... Ja, also die Verbindung ist schlecht, ich bin unterbrochen worden. Eben wie gesagt, für alle, die es interessiert, so wegen der neuen Weltordnung, hier ist ein bisschen Testgelände. In Südamerika da wird das alles ausprobiert. Das heisst, in Argentinien darfst du kein Kiosk mehr aufmachen, ohne dass du die Kreditkarte annimmst. Das ist obligatorisch, Kreditkarten anzunehmen, wenn du eine Lernerin hast. Und dann, auch wenn du jetzt in Uruguay ankommst mit dem Flughafen, dann machst du Passkontrolle du selber. Also liessest du die Pass ein, es wird ein biometrisches Foto genommen von deinem Gesicht, um zu schauen, ob das du bist. Der Algorithmus schaut sich das Ganze an, ob du eine Liebe bist, und dann gibt es ein rotes oder ein grünes Lämpchen. So. Oder, ja, oder auch wenn du jetzt ein bisschen schnell fährst mit dem Auto, das ist super praktisch, dann wird das Bus direkt abgebucht von deinem Konto. Oder auch wenn du mal irgendwo parkiert hast. So, es wird alles ein bisschen digitalisiert. Ah ja, hier, exklusiv. Pedro Pistola für Crab TV. Für alle, die es interessiert, wenn die neue Weltordnung, wie das so etwas aussieht. Also wie gesagt, da kannst du von Basel nach Bern nur noch fahren, wenn du ein verchipptes Auto hast. Und aufpassen, wenn du jeden Samstag an Flomi fährst und dann gibst du das nicht bei den Steuern ab, dann sagt einmal irgendwann der Algorithmus Rotzlämpli. Tschüss!